Uli Egen, geboren in 1906, Filmsching en Fischer. Welkom in Tilburg. Willkommen, dankeschön, ja. Deine Karriere hat angefangen in 1979 bei EV Füssen, damals Bundesliga. Was ist der Unterschied zwischen damals und heute im Oberliga? Ja gut, ich kenne es ja eigentlich vom, als Spieler nur von der ersten Liga her, von der höchsten Division. Und da muss ich sagen, das hat sich aber heute schon gewaltig geändert. Wenn man heute die DEL anschaut, die DL2 und jetzt auch die Oberliga. Gut, die Spieler sind alle physisch besser geworden, das ist professioneller geworden. Und gut, die Anzahl der Spieler ist natürlich auch mehr geworden, speziell von den Imports in Deutschland. Aber letztendlich hat sich das Eishockey wie überall auf der ganzen Welt auf der physischen Seite sehr verändert. Du hast mit der Nationalmannschaft gespielt am Weltmeisterschaft 79, 81 und 82 und in 1980 die Olympischen Spiele mitgemacht. Was war der Höhepunkt? Ja, der Höhepunkt waren eigentlich alle drei oder alle vier Events, die ich da mitgemacht habe. Wir haben damals eben noch mit sechs, zum Teil mit acht Mannschaften in der ersten Division gespielt um die Weltmeisterschaft. Das ist nicht wie heute, dass 14 Mannschaften spielen. Wir waren immer unter den Top 6 dann. Meine Höhepunkte sind natürlich immer die Länderspiele gewesen. Letztendlich Höhepunkt waren natürlich Olympische Spiele Lake Placid 1980. Aber da haben wir eigentlich sehr schlecht gespielt als deutsche Mannschaft. Aber das Ganze drumherum war schon ganz toll. Aber ich habe sehr viel erlebt im Eishockey, ja. In 2007, Head Coach vom Reuters Kelleen. Wie war das mal, Coach zu sein in Holland? Ach, das war eine Erfahrung. Ich war ja 3 Jahre in Holland Coach. Und es war eine schöne Erfahrung, hier zu coachen. Damals war die Liga noch wesentlich besser. Da haben wir viele Mannschaften gehabt. Und wir waren ja im Halbfinale hier gegen Tilburg. Haben 2 Spiele hier gewonnen und leider dann 2 zu Hause. Und das entscheidende 5. Spiel verloren in Tilburg. Aber das Eishockey hat sich auch damals in Holland sehr, sehr gut weiterentwickelt. Leider ist es jetzt einen anderen Weg gegangen und ist ein bisschen schlechter geworden. Warum ist Eishockey so wichtig für dich? Ja gut, ich hatte damals die Möglichkeit, von meinem Hobby das zu meinem Beruf zu machen. Ich war professioneller Eishockeyspieler meine ganze Karriere. Dann war ich im Management in Kassel 10 Jahre, auch Co-Trainer und Trainer. Dann habe ich meine Trainerscheine schon relativ früh gemacht. Und ja gut, ich war ja überall Trainer, auch bei den Preußen, bei den Eisbären, in Kassel, in Augsburg, in Köln. Dann war ich ein Jahr in Italien, dann war ich in Duisburg in der DEL Sportlehrleiter und Trainer. Also ich habe eine bewegte Karriere hinter mir und jetzt bin ich wieder bei den Preußen. Leider haben wir dieses Jahr keine so gute Mannschaft, weil uns viele Spieler abgesagt haben vor der Saison. Die sind dann einen anderen Weg gegangen, einen beruflichen Weg gegangen. Jetzt in der Saison haben wir sehr viel Pech mit den Verletzten. Wir haben noch nie in der ganzen Saison nie komplett gespielt. Wir spielen auch heute mit 9 Spielern von den ersten 17, die fehlen uns. Und 2 Förderlizenzspieler von den Eisbären. Also wir haben heute einen ganz jungen Kader dabei. Wie gesagt, das letzte Spiel mussten wir leider absagen, weil wir gar keine Spieler hatten. Ja. Da waren ein paar Spieler noch mehr verletzt. Und jetzt, ja, wir müssen halt schauen, dass wir die Saison so gut wie möglich rumbringen. Und dann gucken wir, was passiert. Du hast sehr viel Erfahrung. Ist das ein Vorteil als ein Coach? Ja gut, die Erfahrung ist sicher ein Vorteil, wenn man die Karriere sieht von mir. Aber man muss sich immer weiterentwickeln, muss Trainersymposium besuchen, muss sich mit anderen Trainern austauschen, Spielsysteme durchsprechen. Man hat sicher seine Vorstellungen, aber es gibt das eine oder andere, was man doch verbessern kann, auch vom Training her, von den Trainingsmethoden her. Aber letztendlich wird Eishockey gespielt auf der Eisfläche. Es geht ein Tor verteidigen und ein Tor, um Tore zu erzielen. Und da kommt es halt darauf an, wer cleverer ist, wer eben, sagen wir, die bessere Mannschaft oder bessere individuelle Spieler hat. Letztendlich ist es so, ist zwar eine Mannschaftssportart, aber je bessere Spieler, wenn du hast, bist du natürlich schon im Vorteil. Was sollen junge Spieler machen, um das Höchste zu erreichen? Ja gut, es kommt darauf an, im Eishockey ist halt, sagen wir, die Situation nicht so prickelnd wie im Fußball, ob Holland oder jetzt in Deutschland. Wenn einer wirklich ein gutes Talent hat, muss er oder kann er eine Profikarriere einschlagen. Er muss hart trainieren, er muss sich voll fokussieren auf den Sport. Es ist nicht mehr wie früher, dass man 7 Monate oder 8 Monate Eishockey spielt, sondern muss 12 Monate hart an sich arbeiten, im Sommer sehr viel trainieren, auch von der Fitness her, vom Körperlichen her. Und man muss dem Trainer zuhören, was er sagt, wenn man einen erfahrenen Trainer hat.
Und wenn man dementsprechend danach lebt und den Ehrgeiz hat und der Talent hat, dann kann man das professionelle, als professioneller Eishockeyspieler schon einen guten Weg gehen. Das haben, das beste Beispiel haben wir zurzeit in Deutschland, weil wir schon einige NHL-Spieler haben. In dieser Saison hat der Berlin gute Spiele gehabt, wie hier in Tilburg. Was sollte passieren, um Preußen Berlin in Playoffs zu bekommen? Das passiert mit Sicherheit nicht in dem Jahr. Wir werden nächstes Jahr versuchen, eine bessere Mannschaft bzw. eine größere Mannschaft, also mit mehr Spielern, zu formen. Und dann werden wir versuchen, auch, wie gesagt, bessere Spieler nach Berlin zu bekommen, dass wir nächstes Jahr in die Playoff kommen. Wir wollen nicht Erster, Zweiter oder Dritter werden, weil das nicht machbar ist vom finanziellen Rahmen her. Aber wir wollen zumindest eine Mannschaft stellen, die ja, gut um die Playoff mitspielen kann. Das heißt zwischen 6 und 10. Ist es auch nicht sehr schwer, weil in Berlin auch die Eisbären sind? Oh nein, das hat nichts zu sagen. Berlin ist so groß, die haben knapp 4,5 Millionen Einwohner. Die sind im Osten drüben, wir sind im Westen. Ich kenne ja die Preußen ganz gut. Ich habe 3 Jahre für die Preußen gespielt. Und da hatten wir auch immer 6.000 Zuschauer jedes Spiel ausverkauft. Wir waren auch in der ersten Liga ganz gut. Und zu der Zeit, als ich Trainer bei den Eisbären war, waren die Preußen auch in der DEL. Also die vertragen locker 2 Mannschaften. Wir sehen uns nicht als Konkurrenz für die Eisbären. Wir wollen versuchen, in der Oberliga uns zu stabilisieren und dann vielleicht mal in 3-4 Jahren in DEL 2 aufsteigen. Aber das ist alles Zukunftsillusion. Da will ich mich jetzt nicht dran beteiligen. Uns geht es darum, dass wir die Saison vernünftig fertig spielen und nächstes Jahr dann einigermaßen Mannschaft haben, dass wir wieder eine gute Qualität haben in der Liga, auch den ein oder anderen Favorit zu erschrecken. Sollte es zwischen DEL 2 und Oberliga nicht einen automatischen Aufstieg geben? Zwischen DEL und DEL 2, das kommt ja in 2 Jahren, gibt's zwischen Oberliga und ja, gibt es ja einen automatischen Aufstieg. Wir spielen Playoff und der Erste steigt auf. Es ist ja immer nur so, dass Tilburg so gut ist und immer Erster wird, also ist der Finalist mehr oder weniger aufgestiegen. Gut, dass Tilburg nicht aufsteigen kann, das liegt nicht an mir. Das sind die Regularien, wo da sind. Aber ich sage mal, persönlich ist es ja schön, wenn eine Mannschaft wie Tilburg, von denen ja viele von uns lernen können, von unseren Spielern lernen können, dass die dabei sind. Letzte Frage. Wird das Ergebnis so knapp wie das letzte Spiel hier? Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube heute nicht, weil wir heute sehr schmalen Kader haben. Wir haben jetzt am Freitag, Sonntag mit wenig Spielern gespielt, spielen heute auch mit nur 8 Stürmern und 4 Verteidiger. Und da sind 4 junge Spieler, U20-Spieler dabei, die eigentlich nicht Oberliga spielen können. Das ist einfach so von ihrer Qualität her, aber wir mussten ja hier spielen in Tilburg, weil das erste Spiel haben wir ja aus verletzungsbedingten Gründen schon abgesagt. Und das wäre unfair, wenn wir heute auch nicht gekommen wären.